Auf der konstituierenden Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag erfolgte gleich zu Beginn eine Abstimmung, ob eine Berichterstattung der audiovisuellen Medien zugelassen wird. Wismar TV fragt vor jeder Sitzung an. Dieses Mal eine Neuerung. Die Abstimmung war öffentlich. Mit 31 Ja-Stimmen war es nun zum ersten Mal möglich, auch während der Sitzung zu drehen. Die konstituierende Sitzung ist die erste einer neuen Wahlperiode. Die Leitung übernimmt das älteste Mitglied der Bürgerschaft. Diese Aufgabe wurde Karin Lechner angetragen. Die Wahl des Bürgerschaftspräsidenten bzw. der Bürgerschaftspräsidentin war Tagesordnungspunkt 8. Die SPD-Fraktion schlug Silvia Bartsch vor. Eine geheime Abstimmung mit Wahlzetteln wurde vorgeschlagen. Mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen konnte die Wahl aber nicht bestätigt werden. Eine zweite Wahl wurde vorgenommen. Wieder wurde die 55-jährige Silvia Bartsch vorgeschlagen, sowie CDU-Mitglied Siegfried Rakow. Die Abstimmung erfolgte wieder geheim, diesmal auf Antrag in alphabetischer Reihenfolge. Die Wahl ergab 16 Stimmen für Silvia Bartsch und 16 Stimmen für Siegfried Rakow. Nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung kam dann die Auflösung von Bürgermeister Thomas Bayer. In so einer Situation ist es nämlich vorgesehen, dass das Los entscheiden soll. Das Los fiel auf Silvia Bartsch. Sie ist also die neue Bürgerschaftspräsidentin. Die gebürtige Anklammerin ist seit 30 Jahren für die Stadtwerke Wismar als Pressesprecherin tätig und engagiert sich in vielen Bereichen stark für ihre Wahlheimat Wismar. Silvia Bartsch löst damit den bisherigen Präsidenten Siegfried Rakow ab. Es folgten weitere Mitteilungen des Bürgermeisters zur Haushaltssituation der Stadt Wismar. Dieser hatte Thomas Bayer, Wismar TV, bereits in der vorangegangenen Pressekonferenz mitgeteilt. Ein wichtiger Punkt, die Einnahmen an Gewerbesteuern sind in diesem Jahr deutlich geringer ausgefallen im Vergleich zu den Vorjahren. Das Finanzergebnis aus 2023 war 21 Millionen plus. Wir haben aber jetzt schon in der Haushaltsplanung 2024 einen defizitären Haushalt. Und das wird leider noch verschärft, weil die Gewerbesteuern leider zurückgegangen sind. Das sah am Anfang des Jahres noch ein bisschen anders aus. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass wir circa 10 Millionen Euro Gewerbesteuer weniger einnehmen werden im Jahr 2024. Die Hansestadt Wismar hat derzeit auffallend viele offene Stellen zu besetzen. Personalmangel in der Stadtverwaltung stellt den Bürgermeister und die Ämter vor neue Herausforderungen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite sehr viel Geduld haben müssen, manchmal bei der Stellenbesetzung, gerade von Leuten mit speziellen Qualifikationen, und andererseits, dass wir es sehr zu spüren bekommen, dass diese Leute fehlen. Und deswegen habe ich jetzt das erste Mal, das ist mir in meiner ganzen Amtszeit noch nie passiert, mit meinen Mitarbeitern erörtern müssen, dass wir Projekte verschieben, nicht weil wir das Geld nicht haben, sondern weil wir es personell einfach nicht schaffen. Die nächste Bürgerschaftssitzung findet im September statt. Nun geht es erst einmal in die Sommerpause.